Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir mit Frankens Bierwelt hier wieder in der Braumanufaktur Herdl in Schlüsselfeld, Kümpfeld um genau zu sein. Ne? Zeit hat sich mal wieder der David Herdl genommen, danke schon mal. Wir probieren vorab, dann zum sagen Wohl. Wir, um was es geht. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Wir haben was Verrücktes. Ihr habt was Verrücktes, ihr habt Preise eingeheimst. Gleich zweimal Country-Winner und Gold für Braumanufaktur Herdl. World Beer Award 2023. Es war der Maracuja Felix und die Gurkengose. Jetzt können wir das ja mal aufbreseln. Fangen wir halt mit dem Felix mal an. Den haben wir schön ganz im Glas. Genau. Wir haben ein Maracuja Pastry Sour Ale. Also wir sind mittlerweile bekannt wie saures Bier. Sind Deutschlands bekannteste Sauerbierbrauerei gerade aktuell. Beim World Beer Award zumindest die besten Auszeichnungen geholt. Also sprich Country-Winner, also Deutschlands-Gewinner für Experimentals. Das ist die Gurkengose. Jetzt hat er. Hier haben wir den Maracuja Felix für Sauer im Wald. Also sprich das beste sauer und verrückte Bier oder saure und wilde Bier in Deutschland haben wir beim World Beer Award gewonnen. Das ist der Maracuja Felix, weil er halt einfach extrem süffig und rund ist und macht Spaß. Aber es gibt ja auch zwei Wettbewerber. Das sind ja zwei verschiedene. Genau. Das kannst du vielleicht nochmal erklären, weil es liest sich immer so leicht drüber. Das sind zwei Goldmedaillen. Ganz genau. Also das sind zwei Goldmedaillen. Lauter Spiegel verkehrt. Das ist im Endeffekt einmal Gold für Deutschland, also und dann noch der Deutschland-Gewinner. Und das ist im Endeffekt der springende Punkt, dass wir Deutschlands bestes sauer und wildes Bier, saures und wildes Bier, also sprich mit Wild sagt man im Endeffekt, dass da Brettanomyces oder andere Hefeorganismen oder Bakterien teilweise am Arbeiten sind, die eben dieses Bier sauer gemacht haben. Und das, da haben wir eben Gold gewonnen und sind Deutschlands bestes. Es ist natürlich auch Maracuja-Püree drin. Massenweise reingeballert. Wie stelle ich mir das vor? Kommt da so ein Brei? Ja, im Endeffekt ist das Püree. Also es ist einfach nur, es wird im Lagertank vorgelegt. Es vergärt komplett drauf. Deswegen hast du dieses extrem fruchtiges, aber nicht so babazüß. Und das ist eben das Spannende dran. Das ist ein geiles Aperitifbier. Alexander Herrmann verwendet es auch liebend gerne. Der schenkt es einfach ein und sagt den Leuten etwas, dass es Bier ist. Und dann ist es halt eine geile Nummer und es schlägt ein wie eine Bombe. Ja, es hat ja irgendwie so einen Milchschick-Charakter. Ja, ganz genau. Das kann man ja mal sagen. Dann kommen wir dann zur Gurkengose. Das ist jetzt hier dein Steckenpferd. Ne? Also eigentlich ging es mit der los. Es hat alles angefangen mit einem Gurkenbauer, der zu uns sich verirrt hat. Und mein Gurkenbauer meines Vertrauens heutzutage. Und der hat gesagt, hey David, es gibt alles mit Gurke, aber kein Bier. Bitte ändere das, ich gebe dir die Gurken dazu und mach mal was. Und da liegt es natürlich nahe, dass man zur Gurke was Salziges nimmt. Und der Gose, der Bierstil, einer der ältesten Bierstile Deutschlands, ein Sauerbierstil. Also das Bier ist klassisch sauer. Vorm Reinheitsgebot hat es das schon gegeben. Und das Spannende ist, die Gose ist ein mit Salz und Koriander gebrautes Bier. Also das war also vorm... es bleibt auch Bier, ja? Ja, das ist es halt nicht das Reinheitsgebot. Es war halt vorm Reinheitsgebot. Also deswegen genau. Es ist also der spannende ist Punkt. Es trotzdem. Es ist, wir schreiben drauf auf Etikett, alkoholhaltiger Salat. Das ist ein alkoholhaltiges Malzgetränk mit Gurke, Salz und Koriander. Also kann sich jeder... Letztlich ist gebraut wie Bier und das ist nichts anderes. Und das ist ja weltweit... Wir haben es ja auch in Tschechien mal gebraut, reimportiert, dann darf es Bier heißen. Also wo ist das hin? Und das hat ja auch 4%, 5%, ja, 4. 3,5. Also ein Wengerler, was ein Leichtbier. Ich habe schon mal gesagt, als Salatsoße ist das eine super Sache. Da scheint sich ja die Geister, aber damit kannst du leben. Ne? Dadurch funktioniert es ja auch. Ja, wir machen das jetzt schon seit 8 Jahren. Also das ist ja nicht so, dass das, oder nicht, gute 7 Jahre jetzt. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt einmal gemacht ist, also, sondern es ist dauerhaft die Nachfrage da. Also das ist ja das Verrückte dran. Wir brauchen das so ein, zweimal im Jahr und es ist immer die Nachfrage da nach der Gurkengose. Und die Gurkengose ist von unserem Sortiment dann doch eines der verrücktesten Bier, sauer, salzig, verrückt. Wo halt einfach verrückter ist und deswegen haben wir auch bei der Gurkengose auch das verrückteste Bier Deutschlands gewonnen. Also beim World Beer Award, das ist das verrückteste Bier Deutschlands und das ist halt ein Wort und da bin ich schon stolz drauf, weil wir sind... irgendwie passend, ne? Ja. Wir sind bekannt wie saures Bier und das ist das A und O und wir haben halt einfach verrückte Bier, wo halt nicht unbedingt, wir haben zwar normale Bier auch, aber so was wir im Sortiment haben, wir sind ja hier im Shop, wir ballern halt 44 Sorten im Jahr raus, also wir kommen ja dann gleich auch nochmal zu zwei neuen Bieren, also das werden ja heute 3 Videos. Drei, wenn wir dranhalten. Hat auch der Alexander Herrmann ein bisschen dazugeholfen? Ja, ja, da sein Food Scout hat uns entdeckt, so hat es alles angefangen. So kam es dann irgendwie, ey, das Bier ist super, die Leute sind super dahinter und ich habe einfach gefeiert, dass wir halt nicht irgendwie so die normale fränkische
ruhige Familie sind, die sich in sich gekehrt ist, sondern wir sind dann doch ein bisschen anders. Auch meine Mutti, meine Schwiegermutter lernt er ja auch noch kennen. Also das ist schon eine verrückte Nummer. Und dann ging es natürlich noch weiter. Ihr hast es ja schon mal auf die Spitze getrieben. Ich habe schon mal einen Doppelbock davon auch. Oder ein doppeltes Böckchen. Ja, wir haben... Guten Bock. War ja auch mal so im Test. Warte mal, ich hole noch mal ganz kurz. Wir haben einen... Das ist, vielleicht ist es noch verrückter wie die Gurkengroße, aber wir haben es nicht eingereicht. Den Pickle David, das ist ein Gurkengroße Eisbock. Also oder ein Eisbock, mein Gott, ja. Das Ganze auf 10,5%ig hochgeballert, also sprich in Kaltdestillation, also sprich den Tank eingefroren, das Ganze dann rauslaufen lassen. Alkohol hat einen niedrigen Gefrierpunkt, deswegen läuft es unten raus wie ein Nektar, wie ein Extrakt und so muss man sich das vorstellen. Und dann braucht man für eine Flasche Gurkengroße ungefähr so 6 Flaschen von der normalen Gurkengroße und deswegen ist es halt auch preislich im 9,50 Euro Bereich. Also das ist was, wo man wirklich genießen kann, wo total verrückt ist, wo so verrückt klingt, aber handzahmer ist als die Gurkengroße selber, weil das hat noch eine schöne Restsüße drin vom Malz natürlich, weil das komprimiert worden ist und dann ist das eine geile Nummer. Geht aber mit dem los. Ist ja, ganz genau. Das Gleiche. Ja, ganz also genau. Das Gleiche. Ist das Gleiche, nur für Eisbock. Der Urstoff. Der Urstoff, ganz genau. Dann haben wir's. Wir sehen uns dann gleich nochmal und dann nochmal. Aber in diesem Sinne, zum Wohl. Und dann bis gleich. Tschüssi, danke fürs Zuschauen.